Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Die sind gerade hinter und alle und labern, jetzt habe ich kurz pausiert. Bedenke, was er zu Lebzeiten der Jungfrau bla bla bla. Ich habe mal kurz nachgeguckt und mich ein bisschen informiert, was wir jetzt. Wo ist meine Maus? Ich bin gerade rausgetappt. Was wir jetzt. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Was wir jetzt tun können und müssen. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir mit ein paar Leuten schnacken. Und zwar sollen wir eigentlich glaube ich nur mit den also nicht mit den Adligen reden, sondern nur mit den Bauern und den Zwergen und den anderen, also what the fuck, den Anderlingen. Haben wir gespeichert. Skalden. Okay, Skalden möchte nicht reden. Du! Was streicht der Kerl hier herum wie ein Furz in einer Zwergenhütte? Hexer sind doch immer in Geldnöten. Warum nicht verbreiten, dass der Fürst unschuldig ist und einen dicken Beutel einstreichen? Er sollte den von uns aufsuchen, der bei der Jungfrau gedient hat, statt hier rumzutrudeln wie die Scheiße im Eisloch. Nach dem Fürsten muss mit den Mächtigen aufgeräumt werden. Die machen sich viel zu breit. Fürst Dennis stand während der Beratung neben Saskia. Hatte er Zugang zum Weinkeller? Woher soll ich das wissen? Du reißt doch hier die Klappe auf. Der Fürst ist ein reicher Mann. Das ist doch nichts für den, einen Koch zu bestechen, dass der den Wein vergiftet. Dass sich einer Goldzähne leisten kann, heißt noch lange nicht, dass er sich die Gesunden ausreißt. Worum geht es euch wirklich? Und wer steht hinter euch? Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Wir brauchen keinen, der hinter uns steht. Wir wissen selber, was zu tun ist. Anzweifeln. Wie wollt ihr den Fürsten denn bestrafen? Ein Bauer wird schon verprügelt, wenn er nur seine Hühner falsch zählt. Was meinst du, womit ein Giftmörder rechnen kann? Wir machen ihn kalt. Ein Land ohne Anführer ist ein Hirngespinst. Unser Anführer ist die Jungfrau von Edirne. Es ist nicht klar, ob sie überlebt. Wir können noch einen anderen wählen, der sich dafür eignet. Aber es muss ein Bauer sein. Nur ein Bauer versteht einen Bauern. Und dann sind alle Leute gleich, auf unsere Art. Und die Anderlinge? Kuhscheiße haben wir genug auf den Feldern. Die Anderlinge sollen sich ihr Anderlingsland suchen. Fort mit denen! Ha, rassistische Scheiße, okay. Kennt ihr den, der Saskia bedient hat? Heinz Braunkappen. Er hat den Wein ausgeschenkt, aber er liebt das Fräulein mehr als seine Schwester und seine Mutter zusammen. Lol. Er würde sich für sie in Stücke reißen lassen. Wo finde ich denn euren Heinz? Der versteckt sich in einer Hütte, hat Angst vor den Herren. Die Eichhörnchen bewachen ihn. Okay, das ist schon mal gut. Ah, okay, ich kann also nur mit den Bauern insgesamt reden. Servus. Mit denen will ich, glaube ich, nicht reden. Warte, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Hey, wer bist du? Was willst du? Wir Edlen haben immer den Pöbel vor der eigenen Dummheit bewahren müssen. Ich wollte nicht mit dem reden. Uns. Ich habe keine Zeit für deine Selbstgefälligkeiten. Was weißt du über den Anschlag auf Saskia? Gar nichts. Und es ist auch egal. Der Pöbel darf keine Selbstjustiz an Personen von edler Abstammung üben. Die Wahrheit findest du also unerheblich. Diese Meinung teile ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass mich die Wahrheit nicht interessiert. Es geht darum, dass es eine Weltordnung gibt, die nicht zerstört werden darf. Eine Ordnung, in der Ungerechtigkeit erlaubt ist? Wenn der Fürst tatsächlich an diesem Mordversuch beteiligt war, gehört er vor Gericht. Der Pöbel kann die Prinzipien der Herrschenden dieser Welt nicht begreifen. Vielleicht begreift er sie sehr wohl, sie gefallen ihm nur nicht. Saskia ist eine kluge Frau, aber eins hat sie vergessen. Dieser Krieg ist irgendwann vorbei. Wer sät dann auf den Feldern? Wer melkt dann die Kühe? Sie hat die Bauern zu den Waffen gerufen. Denkst du, die kehren je zurück auf die Äcker? Ja. Vielleicht hast du recht. Aber wer euch die Felder bestellt, ist wahrhaftig nicht meine Sache. Leb wohl. Ich wollte wirklich nicht mit dem reden. Scher dich auf deinen Mist. Das sind immer noch die Bauern Soltan. Das sieht nicht gut aus. Die Bauern sind schrecklich aufgebracht. Endlich eine Möglichkeit, sich für alles zu rächen. Der Adel wird nicht einknicken. Weil sie solche Feiglinge sind.
Tja, wenn Stannis Kopf fällt, behalten sie ihre auch nicht mehr lange, das wissen sie. Ein Patt. Und es ist weiter unklar, ob der Fürst schuldig ist. Japen glaubt, es muss jemand aus Edirn gewesen sein, während Sheldon seinen Bart darauf setzt, dass es Hensels Leute waren. Ist jemand in Stannis Gemächer gelangt? Wie denn? Die Adligen hüten ihn, wie die Matrone den Schoß ihres Mündels. Wenn der Pöbel den Fürsten auseinandernimmt, ist er nicht mehr aufzuhalten. Dann können sie einpacken. Drum stehen sie hinter ihm wie eine Mauer, ganz egal, ob er schuldig ist. Stannis hat noch mehr Dreck am Stecken als jeder Eselsficker. Wie kommt Sheldon auf die Idee, das könne Hensels Werk gewesen sein? Hensel einigt sich eher mit Stannis als mit Saskia. Ihr Tod käme ihm ganz recht. Sultan? Wie konnte bloß jemand Saskia vergiften? Sie ist doch mit allen Wassern gewaschen. Man kommt nicht einfach so in ihre Nähe. Vielleicht hat es jemand getan, den sie kennt. Hat Japen irgendwelche Beweise, dass es jemand von hier war? Beweise? Japen sagt, er würde das eben spüren. Verdammter, griesgrämiger Prophet. Vielleicht lag er tatsächlich richtig. Durch den Geisternebel konnte jedenfalls niemand kommen. Es muss jemand von hier sein. Meinst du nicht, dass Hänselt jemanden hätte schicken können, bevor die Geister kamen? Ja, prinzipiell stimme ich zu. Ein anderes Liedchen, wenn wir dir die Sichel durch die Kehle ziehen. Saskia auf dem Krankenlager. Hänselt gut, dass sich endlich einer drum gekümmert. Kann ich mit dir reden? Tja, warum nicht? Ich bin Ogden, Metallgießer. Becher, Teller, Kelche. Brauchst du sowas, Hexer? Nein, hab Dank. Das Geschirr im Ratssaal, ist das von dir? Wohl. Ich habe es noch zu Zeiten von Bürgermeister Faragut gefertigt. Jeder meiner Kelche ist zigmal auf dem Steinboden gelandet. Und was ist passiert? Nichts, weil sie aus Stahl sind. Sie sind unverwüstlich, halten der Wut der Herrscher und der Trampeligkeit der Diener stand. Saskias Kelch war neu. War er. Ich möchte wetten, dass Saskia zu Faraguts Zeiten noch nicht mehr war als ein Blutstau in Papis Hosen. Nice. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Der Kelch war ein Geschenk. Ein Attribut der Wergener an Saskia. Ich hatte die Ehre, ihn herzustellen und unserer schönen Anführerin zu überreichen. Und er hat ihr so gut gefallen, dass sie seitdem nur noch daraus trinkt. War das ein gewöhnlicher Kelch? Als Geschenk? Papalapap. Aufs Delikateste ziseliert. Nicht nur außen, sondern auch innen. Nicht sehr praktisch zwar, da schlecht zu reinigen, aber für unsere Saskia muss es schon etwas richtig Prächtiges sein. Sonst sind Kelche innen nicht ziseliert? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wusste ich doch. Könnte es zwei identische Kelche geben? In Wergen gibt es keinen zweiten Handwerker wie mich. Vielleicht hat jemand versucht, dich zu kopieren. Ich kenne da einen, der das seit Jahren versucht. Aber das ist ein schrecklicher Stümper. Nicht einen vernünftigen Kelch hat er zustande gebracht. Sieht alles aus wie das Machwerk betrunkener Elfen. Thorak heißt er übrigens. Den Namen merken wir uns mal. Das ist doch Unsinn. Was kann ich mit dir? Okay, man kann nur mit dem reden. Bedenke, was er zu Lebzeiten sagt. Sei gegrüßt. Unverändert die Lage? Ja, die Bauern grüllen, der Adel bewacht stur sein Oberhaupt. Bauernvolk und Herrenleut werden nie auf einer Seite stehen. Ein ich will keine okay, wir kommen auch nicht rein, richtig? Scher dich auf deinen Misthaufen, Rotzlöffel. Ich will mit dem Fürsten reden. Na sowas. Da wärst du der Erste, der ihn nicht in kleine Fetzen reißen will. Du kannst nicht hinein. Jungs, ich kann euch auch einfach auseinandernehmen. Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Natürlich. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Bist du verrückt geworden? Sei still. Ich habe hier das Kommando. Der Hexer darf rein. Tritt näher, Herr. Bist du gekommen, um mich zu töten, ungeheuer Schlechter? Nein, ich brauche deine Hilfe. Du kannst Saskia retten. Hörst du, wie sie meinen Kopf fordern? Gewichten mein Wort nicht höher als das eines Bauerntrampels? Nee, eigentlich nicht. Ich bin der Erbe Edderns, rechtmäßiger Herrscher dieses Landes, Nachfahr von Demavent und Wirfuril. Fürst, wen interessiert wenn du das? Mir hilfst, wird Saskia wieder gesund und die Menschen vergessen. Und wenn nicht, dann töten sie mich? Soll das eine Erpressung sein? Eine Abmachung.
Was willst du? Dein Blut, du Vollidiot. Aber auch die Wahrheit. Hast du sie vergiftet? Natürlich nicht. Und selbst wenn. Du meinst wohl, das würde ich herumerzählen. Sei kein Narr. Ich versuche zu helfen. Saskia, aber auch dir. Ich beuge mich dem Mob nicht. Niemals. Eine einzige Verleumdung. Und schon stehen sie vor meinem Tor. Soll ich mich jedes Mal rechtfertigen, wenn irgendein Bauer, der Fürst ist schuld, schreit? Soll ich vor sie hintreten und um Gnade flehen? Niemals. Es genügt, wenn du sie von deiner Unschuld überzeugst. Beweise ihnen, dass du es nicht warst. Dann geben sie nach. Und wenn ich für meine Unschuld keine Beweise habe? Du willst mir doch helfen. Mach, dass die Leute mir glauben. Du sollst es nicht bereuen. Du willst mich kaufen. Ich biete dir eine Abmachung an. Denk drüber nach. Ich habe keine Option. Ah, danke. Um gesund zu werden, braucht Saskia ein Elixier mit königlichem Blut. Du beliebst zu scherzen. Saskia hat dich aus der Geisterschlacht herausgetragen. Du verdankst ihr dein Leben. Sie hat ihre Pflicht als Bürgerin Eddens getan, nicht... Dämlicher Hurensohn, Alter. ...dass mein Land zerfällt. Saskia und ihre Rebellen haben die Streitkräfte der Krone bei Gulita und an der Düfne geschlagen. Das Heer von Eddern gibt es eigentlich nicht mehr. Die Rebellen sind eure letzte Hoffnung, Hänselt aufzuhalten. Und dann? Werden Schuhputzer Minister und ein Schweinezüchter König? Denk nicht an später. Fürst, ein paar Tropfen deines Blutes können Saskia retten. Vergen hat ohne ihren Oberbefehl keine Chance. Ich wiederhole mich. Ich schulde diesem Mädchen gar nichts und ich lasse mich nicht erpressen. Wenn ich dafür sterben muss, dann trete ich erhobenen Hauptes zum Richtblock. Ich gebe mein königliches Blut nicht für ein Bauernmädchen. Wache! Oh, ich habe irgendwie doch Bock, ihn sterben zu lassen. Zeig dem Hexer den Weg nach draußen. Alles in Ordnung, Herr? Wir haben nur ein wenig geplaudert. Denk nach über das, was ich dir gesagt habe, Geralt. Das werde ich tun. Ah, ich hätte schon richtig Bock, ihn den Kopf abschlagen zu lassen. Leute, nehmt doch Vernunft an. Setzt euch zusammen und redet miteinander. Gequasselt haben wir genug. Auf, Kameraden, zerren wir den Fürsten aus seinem Loch. Vergen ist keine Kloake, in die jeder scheißen kann, wie er will. Hier herrschen Gesetze und über ihre Einhaltung wacht Skalen Burden. Es gibt kein Gesetz, das Bauern erlaubt, Nachkommen des Königs zu bedrohen. Das sage ich, Silgrad, Bruder Seldkirks, des größten Ritters, den der Boden von Edirn je getragen hat. Nun hört schon auf mit der Leier von Schloss und Stall. Jeder Trottel kann irgendwen verdächtigen. Jemandes Schuld zu beweisen, ist viel schwieriger. Ein Bauernknecht verbreitet, dass Fürst Stannis Saskia nach dem Leben getrachtet hat. Warum hätte sich der Fürst dazu versteigen sollen? Bedenkt, aus welch trefflichem Geschlecht er stammt. Deshalb ja! Dieser lause Wanst giert nach der Krone! Erinnert ihr euch denn nicht, wie tapfer er Saskia zur Seite stand während der Verhandlungen mit Hänselt? Der Fuchs hat nur so getan, als ob er es mit ihr hielte, um die dummen Bauern reinzulegen. Aber die Bauern sind nicht gar so blöd, wie die Herren denken. Ihr seht ja selbst, wie sie den Fürsten hassen und ihr Gift versprühen. Sie haben eine Intrige angezettelt, um ihn loszuwerden. Saskias Diener hat gesagt... Wo ist dieser Diener, frage ich. Wenn er was zu berichten hat, warum verbirgt er sich dann wie ein Dieb? Das ist doch ganz einfach. Er ist ein Betrüger. Er versteckt sich, damit ihr ihn nicht schlachtet, ihr Hurensöhne. Die Eichhörnchen müssen ihn vor euch schützen. Eine letzte Frage. Wie hätte der Fürst Saskia vergiften können? Es ist doch bekannt, dass der Wein vorgekostet wird, ehe die Jungfrau davon trinkt. Der Wein selbst muss nicht vergiftet gewesen sein. Es hätte genügt, den Boden des Kelches mit dem Gift einzureiben. Das höre ich aber zum ersten Mal, dass jemand einen Kelch vergiftet. Du hast noch nicht viel gehört. Ein Vorfahr des Kaisers starb, als er von einer Lammkeule gekostet hatte. Dabei hatte er panische Angst vor Gift und nahm sein Abendessen immer gemeinsam mit dem Koch zu sich. Der Mörder hatte eine Seite des Fleischmessers mit Gift bestrichen und die Keule so aufgeschnitten, dass nur ein einziges Stück vergiftet war. Recht hat der Hexer! Her mit Stannis! Saskia hatte ihren eigenen Kelch. Und der war bei einem der Zwerge bestellt worden, nach einer sehr genauen Zeichnung. Aber wer hat ihn dann Saskia gegeben? Dass wir nicht wissen, wie der Fürst sie vergiftet hat, heißt nicht, dass er es nicht getan haben kann. Stannis ist ein Fetzen, der sich immer in den Wind dreht, das wissen alle. Beweise seine Schuld, anstatt ihn zu beleidigen, du Bauerntölpel. Und wer hätte es sonst tun können? Keinem Bauern konnte daran gelegen sein, dem Fräulein etwas anzutun. Niemals!
Weil es sie gibt, müssen solche Herrenhunde mit uns rechnen. Keiner sägt an der Stange, auf der er sitzt. Kein Bauer ist so dumm, die Hand gegen seinen Retter zu erheben. Es hat ja vielleicht auch kein Bauer getan. Das bedeutet aber nicht, dass es der Fürst war, du Schwachkopf. Dann frage ich, wer hat denn sein Gemach neben Saskias? Aus wessen verlaustem Keller kam der Wein? Wer hat Zutritt zur Küche der Jungfrau? Der allergnädigste Fürst vom Hurengeschlecht. Es gibt niemanden in Wergen, der Saskia töten will. Und selbst wenn, hätte es niemand vermocht, außer Stannis. Das sind alles nur Hypothesen und keine Beweise. Auf der Grundlage kann man niemanden verurteilen. Gnädiger Herr, seht euch vor. Ich habe keine Angst. Angst ist etwas für den Pöbel. Sie passt nicht zu königlichem Blut. Was fordert ihr? Über meine Person wollt ihr richten? Wollt ihr euren Fürsten behandeln wie einen gemeinen Dieb, der auf dem Markt ein Dutzend Eier gestohlen hat? Ihr steht vor einer fürstlichen Majestät. Und die wollt ihr anrühren? Manche Taten auf der Welt sind verzeihlich. Andere dagegen sind es nicht. Niemals. Wie man keiner Mutter vergeben kann, die ihr Kind umgebracht hat. Keinem Mann, der seinen Bruder gemeuchelt hat. So kann auch kein Verbrechen vergeben werden, das an einem verübt wird, den die Götter auserkoren haben. Wer die Hand gegen einen göttlich Gesalbten erhebt, hat das Recht verwirkt, auf Erden zu wandeln. Und was ist mit der Tat dessen, der die Jungfrau vergiftet hat? Erstens, Saskia lebt. Daher kann man niemanden beschuldigen, sie getötet zu haben. Zweitens, ihr habt keine Beweise dafür, dass ich versucht habe, sie zu ermorden. Und zum Dritten versichere ich allen hier Anwesenden, dass ich mich selbst nicht über das Recht stelle. Doch richten dürfte mich nur sie allein, die Jungfrau von Edirne. Gerissen! Und wenn Saskia nicht wieder gesund wird, wer richtet dich dann? Ich glaube, dass es gelingt, sie zu heilen. Aber wenn es die Götter anders bescheiden, versammeln wir den Rat der Weisen, der ein gerechtes Urteil fällt. Hört, hört! Dies ist eines Herrschers würdig! Ich wurde euch zum Vorbild gegeben. Meine Taten sind die Flammen, die eure Dunkelheit erhellen. Du hast wohl vergessen, dass du mich in deinem Gemach bestechen wolltest. Was sagst du dazu, Schweinerüssel? Beleidigung! Das hat aber niemand gehört, Hexer. Ob der Fürst nun schuldig ist oder nicht, wir dürfen ihm ein gerechtes Urteil nicht verweigern. Und werden die Bauern den Fürsten anhören, wenn sie ihn in die Hände kriegen? Oder knüpfen sie ihn am nächsten Baum auf? Reißen sie ihn in Stücke? Und wenn wir Selbstjustiz einmal zulassen, was dann? Wenn sie sehen, dass man das Recht mit Macht auf seine Seite zwingen kann? Wer garantiert, dass sie sich nicht rächen wollen für wirkliches Unrecht und für eingebildetes? Wer schützt dann die Menschen, deren einzige Schuld darin besteht, dass sie von edler Abkunft sind? Wohin führt uns das? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das war alles so nicht geplant. Die Bauern sind zornig. Einen offenen Angriff haben sie nicht gewagt. Aber sie werden Stannis nicht vergessen. Jedenfalls nicht, bevor Saskia wieder zu sich kommt. Ordnung hält sich nicht allein durch Gewalt. Es sei denn, die Gewalt ist groß genug. Hier ist Autorität gefragt. Und königliches Blut. 5 Quart davon verschimmeln gerade im Zwergengefängnis. Henselt gibt es auch noch. Es wäre doch der blanke Irrsinn, sich mitten in die Geister zu stürzen. Einfacher wäre es, Stannis zu rauben. Nein, alles, was wir mit Stannis tun könnten, würde Unruhen bedeuten. Ich habe die Nase voll vom Gekläff zwischen Bauern und Adel. Saskia ist die beste Anführerin, die ich kenne. Aber mit diesem wüsten Haufen kann auch sie Henselts Armee nicht bezwingen. Ich werde Verstärkung holen. Wie willst du das machen? Oh. Im Osten warten 4 schlafende Kommandos des Skoyatel. Es ist Zeit, sie aufzuwecken. Wirst du rechtzeitig zurück sein? Das muss ich. Also, kleiner Spaßfakt. Das überhaupt nicht so gelaufen, wie ich wollte. Also genau, überhaupt gar nicht. Ich lade. Weil das ist jetzt wirklich gar nicht so gelaufen, wie ich wollte.
36, 44. Das war gerade eben. 3. Wie nehmen wir das da? Ist das der, als ich angefangen habe? Ich habe keine Ahnung. Saskia auf dem Krankenlager. Hänselt vor den Toren. Geister. Könnte der gewesen sein, den ich aufgenommen habe. Krach zwischen Bauern und Adel. Okay. Kann ich mit. Was hätte denn der Fürst so. Okay, ich glaube, der war schon zu alt. Zu neu. Ich würde sagen, in diesem Part gab es keinerlei Progress. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!